Schlecht drauf oder was? Ja, ich habe mir gestern Abend ein Cognacchen gegönnt. Liebe Mitstreiter der Westen! Das hast du doch schon gesagt! Ich erhebe mein Glas und... Das ist erstmal das falsche Outfit für eine Westernstadt. Ja, aber es ist arschkalt und ich habe die dicke Jacke angezogen. Na und? Weil du mir wieder in eine Westernstadt herumschleppst. Mit den Idioten da. Schön mit Otto Rehhagel jetzt hier, ne? Sag mal ganz ehrlich. Guck mal, wir haben alle immer noch die weißen Schuhe, Alter. Ganze verdammte Wochenende ist immer noch W&S. Western und Sibbeln. Musst du ganze Zeit hier rauchen. Hast noch nichts anderes als so ein Scheiß Bier in der Hand gehabt, oder? Geh auf den Weg, da kommt eine Kutsche. Ganz ehrlich, Wilke, mir hat keinen Bock, den ganzen Tag mit René hier rumzulaufen. Das hat René sich aber gewünscht. Ja, ich wünsche ihn gleich was. Ist immer dabei und nur blöd an Sibbeln. Also, Udo hat sich gewünscht. Ich habe mir gar nichts gewünscht. Natürlich. Nein. Wir machen heute was richtig Schönes. Was ist heute? E&S. Entertainment und Sibbeln. Nee, Western und Sibbeln. Western und Sibbeln. B und S. Wieso vergisst du das? Ey, am besten ist, du gehst noch im Eintreten, dann wird's besser. Soll ich dich eincremen oder was? Liebe Zuschauer, mir ist auch ja froh, dass man mal wieder hier ist. Ich bin ja ganz großer Western-Fan, aber... René mitgenommen, den musst du ja auch mal... Den muss ich noch mitschlugen. Was ist das denn jetzt schon wieder? Wir lachen ein bisschen. Ja. Udo braucht wieder ein Kostüm. Udo! Nee! Wie wär's denn mit ein neues Freundschaftsbändchen? Nee. Du kannst aber mal ein Freundschaftsbändchen springen lassen. Portemonnaie voll. Ich hab gesehen, dass. Ich zeig dir gleich, was voll ist. Willst du es sehen? Gerne Leere. Gerne Leere? Gerne Leere. Gehende. 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 Leck mich am Arsch, ist leer. Mir will jetzt US-Marschall sein, ne? Das weißt du, hab ich gesagt. Ich muss mal Pischi machen. Ey, müssen wir die jetzt den ganzen Zeit mitschluren? Ja. Udo? Ja. Ich geh Pischi machen. Mir will jetzt heute richtig US-Marschall sein. Und René ruiniert mir den Tag nicht. Wo ist Udo Tesch? Er muss Trapper John sein und der darf Soldat sein. Das sieht doch gut aus. Ja, natürlich sieht das gut aus. Wie sehe ich aus? Ohne Colt. Da kannst du nicht mit umgehen. Ich brauche einen Colt. Ich bin US-Marschall. Du bist kein US-Marschall. Du siehst aus wie ein Trapper. Ja, ich zeig dir gleich Trapp, Trapp. Ich sehe, hier fällt mir nichts mehr ein. Echt nicht. Ey, du hast auch gar keinen Colt. So, René, komm, wir gehen schön ein Sibbeln. So, ja. Die Tränke ist geschlossen. Ja. Man versteht dich einfach überhaupt nicht. Nee. Er hat gesagt, auf Deutsch gesagt, Getränke sind geschlossen, gibt's erst um 11. Die Tränke. Die Tränke ist geschlossen. Wir hatten noch nie so einen undisziplinierten Soldaten. Wie heißt das? Ich hab mir gedacht. Darum hat er das gesagt. Du bist so ein Arsch, bist du, ne? Undisziplinierten. Stimmt ja, das? Ja, jetzt im Satz. Ich mach das nochmal neu, damit das. Ich schneide das raus, mach das jetzt nochmal neu, okay? Okay. Action, Udo! Ich hab noch nie so einen undisziplinierten Soldat gesehen. Willst du das nochmal machen? Nein, ich hab keinen Bock mehr, jetzt lass das. Lass drehen den Kasten. Action, Udo! Ich hab noch nie so einen undisziplinierten Soldat gesehen, also echt. Bei dir muss erstmal Zucht und Ordnung reinkommen. Wie ist mit Disziplin? Ja, läuft, ne? Liebe Zuschauer, das Phänomen bei ihm, bei René ist ja, er hat wieder die ganze Nacht nicht geschlafen. Mir weiß, dass er bis heute Morgen durchgefeiert hat. Jetzt hat er so einen Soldatenanzug angekriegt und jetzt soll er mitgeschlurrt werden. Mir muss jetzt den ganzen Tag mit ihm herumlaufen. Ja. Und sich aufregen wieder wegen ihm. Haben wir eine Tränke einzubinden oder was? Ich hab's dir gerade schon mal gesagt. Die Tränke macht erst um 11 auf. Das hat er schon wieder. Das hat er aber schon wieder vergessen. Ja. Nee, bitte, jetzt nervt die ganze Zeit. Was ist denn mit der Tränke jetzt? Die ist zu, die ist dicht. Frag doch mal ihm nach. 11 Uhr, ich hab's schon gefragt. Um 9. Was hast du dir denn vorgestellt vom Tag? Ich wollte eigentlich mit Udo einzubinden. Eine Tränke. Ich höre von morgens bis abends nur Getränke. René, bitte, geh einfach hin. Mir einen Kaffee holen und dir ein Bier oder was, ist mir auch egal, aber hol mir einen Kaffee. Kaffee geht ja nicht. Wieso geht das nicht? Weil wir im Western sind. Ja, wir haben früher auch Kaffee getrunken.
Ja, im Western haben sie aber auch kein Bier getrunken. Doch. Natürlich, wo bist du denn? Bist du blöd oder was? Natürlich haben die Bier getrunken früher. Also jetzt, Reizwicke. Also wirklich, wo sind deine Gehirnzellen geblieben, echt? Der Zuschauer muss wissen, dass wir gestern ordentlich gefeiert haben hier, ne? Ja, haben wir auch. Wir haben so ein bisschen Cognacchen gehabt. Und wirklich natürlich. Soll ich eben eine Story von gestern Nacht einblenden? Heute ist W&S und S. Western sübbeln. Sie rauchen ja, ne? Ich jetzt noch einmal Josa. Ja? Dann gehst du hochkant. Hier ist früher ein Saloon waren raus. Du hast noch ein Feuer? Du weißt du was, ich feuer dir gleich einen, dann tut's weh. Mir verstehe ich ihn ja selbst. Du bist unscharf. Ja. Wie willst du ihn auf den... Warte doch eben. Ich schärfe ihn gleich, das glaubst du gar nicht. Dann schärfe ich ihn so schärfen und hau ihn Pulle. Gut, was wolltest du gerade sagen? Wenn mir ihn ja nicht versteht, ne? Wie sollen die Zuschauer ihn verstehen? Was haben wir überhaupt vor heute? W und S. Western und Sübbel. wir haben wirklich überhaupt keine Idee. Nö, wir machen einfach so blind weg und dann ist das gut. Mir freut sich über Western. Wenn ich mal hier bin, dann ist schön. Der kann wirklich einen wahnsinnig machen, René. Der fragt 18 Mal nach, was ich trinken will. Mir ist müde, das glaubt man nicht. Man versteht dich nicht. Mir ist müde. Boah, ich hau dir einen Aschenbecher. Man versteht dich nicht. Normal ist das ein Aschenbecher, aber den nehme ich gleich als Wurfgeschoss. Mach die scheiß Kamera aus jetzt. Ey, sag mal, wie lange braucht der eigentlich, um Kaffee zu holen? Kann das sein, dass er den Kaffee noch anpflanzt oder was? Ich will meinen Kaffee haben und der, wo ist der? Wie lange ist denn der wohl schon weg? Der 20 Minuten bestimmt schon. Das, ey, wirklich, ich geh jetzt gucken. Und jetzt scheiß ich da. Der ist wirklich schon lange weg. Er ist abgeschlossen. Ich krieg hier eine Krise. Liebe Zuschauer, das kann man nicht erfinden. Der ist wirklich seit 20, 25 Minuten weg und Tür ist abgeschlossen. Hey, du, ich werd für dich aus. Ja, 25 Minuten für den Kaffee. Guter Kaffee, braucht 25. Ja. Euch beide kenn ich. Was hast du denn da? Der durchgezogene Kaffee. Aus meiner Wandsche für dich. Wir haben keine Banner mehr. Ihr habt wirklich keine... Wie viele Flaschen haben wir gestern getrunken? Sechs. Stand der Dinge. Ja, Havanna ist ausverkauft hier. Nicht mehr. Seit gestern Abend? Seit gestern Abend, weil hier seid solche, die... Kannst besser in die Zuleitung legen. Nee, René? Jo. Du warst echt 30 Minuten weg. Du bist da reingegangen. Und die Tür ist schon zu. Ich hab dir extra abgeschlossen. Damit du extra den Zucker reinmachen kannst, Mann. Was machst du dann? Gar nichts. Requisite in jedem fucking Wett. Andersrum. Andersrum. Okay, lass uns so stehen. Da sage ich nichts mehr zu. Was ist denn? Ja, der ganze Scheiß auseinander. Warte doch eben. Ja, aber der kriegt kein neues Kostüm. Doch, der kriegt ein neues Kostüm. Nee, das dauert wieder. Warum bist du denn so sauer? Aber ich will Rodeo reinsehen. Was willst du? Udo, ich will ein neues Kostüm. René! Ja, Sesne, was haben wir uns da angekommen? Fällt ihn der ganze Scheiß auseinander. Ganze. Gut. Hier wird wahnsinnig mit René. Kurzes Fazit. Wir sind jetzt seit 3 Stunden auf. Und wir haben nichts anderes geschafft, als Bier zu trinken hier. Oh. Du brauchst ein neues Kostüm. Ja. Ich hab's nicht, Alter. Ey.
Es sieht sogar wie es dir steht einfach. Oder? Hey, es sieht wunderschön aus. Es sieht wunderschön aus. Wie mit deinen Haaren. Wollen wir ein bisschen S&S machen? Was denn? Sippeln und sippeln. Hey, junger Mann. Na? Wo willst du denn dein Lasso hinwerfen? Udo! Was ist? Wo bist du denn? Bist du böse? Ja. Wieso? Weil das dein Haus ist. Was? Das Hänsel- und Gretel-Spiel. Rodeo. Bist du denn so gestresst, Udo? Weil wir nur am Lachen sind. Ja, was ist da schlimm dran? Nein, aber ich möchte auch mal ein bisschen Spannung sehen. Was ist jetzt denn schon wieder? Süppeln gehen, komm her. Süppeln gehen, ich kann hier nicht einmal was sagen. René, jetzt ganz ehrlich, du hältst den ganzen Papier hier auf. Mir hat jetzt echt keinen Bock mehr. Wieso stehen wir die ganze Zeit herum? René ewig brauchst. Ja. Seh zu. Ey, ich muss mal gucken, was er jetzt macht. Ich krieg gleich hier eine... Was ist der Sinn des Videos? Das hat keinen Sinn, das Video. Das hat überhaupt keinen Sinn, wirklich. Was möchten wir überhaupt mit diesem Video vermitteln? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ist auch egal, der nervt ja nur. Setz die Damenschuhe in Bewegung. Das ist Hugo, mein Nachbar, der ist nämlich auch mit. Ey, ich bin jetzt gerade auf 180. Wieso? Wir laufen grundlos. Hoch, runter, hoch, runter. Ich fühle mich wie, als wenn ich auf dem Trainingslager wäre. Verstehe nicht, warum du so geladen bist. Weißt du, wir wollten was gucken. Dann hatte René wieder die glorreiche Idee. Nee, wir machen es. Sübbeln. Sübbeln. Wieder runter. Ich laufe heute nicht mehr hoch. So, wir haben uns umgezogen. Da bist du ja bewandert drin. Was sind das für Tiere da vorne? Langhornrinder. Was? Langhornringe. Ringe? Ehrlich, wir sind hier 450 Kilometer hergefahren, ne? Um mit René hier Longhorn-Rinder zu bekommen. Das ist das Unnötigste, was wir seit Langem gemacht haben. Da wird mir auch sauber, mir könnte auch auf dem Sportplatz sein. Sauber? Sauer! Das sind Longhorn. Die Reisegruppe, die wir mit haben. Ja, und du musst machen. Der eine hat das Bierglas hin und der fotografiert er jetzt. Und René ist die ganze Zeit nur am Rauchen. Ja. Moin, ey. Yo. Ladies and Gentlemen. Hey! Sag das nochmal bitte. Ladies and Gentlemen. That's the Longhorn Rinder. Wir wollten eine schöne Aufnahme machen. Ja, du willst immer nur schöne Aufnahmen machen und guckst gar nicht, wo du hintrittst. Liebe Zuschauer, mir muss ich echt entschuldigen. Das war einer unserer sinnlosen Videos aller Zeiten. Hier war nur... Wir haben uns viel vorgenommen, ja, und wenig geschafft. Richtig. Gar nichts geschafft. Wir können auch ehrlich sein. Gar nichts geschafft. Naschi gemacht, ja, die ganze Zeit. Hauptsache, wir hatten Spaß. Ja, den hatten wir. Also, so, die Leute da draußen konnten bestimmt auch über das Video lachen. Richtig. Jetzt fahren wir zurück nach Ostfriesland. Richtig, in unsere Heimat. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Udo, wir müssen Neues machen. Oh, Wilke, alles neu. Was musst du sagen? Weiß ich nicht. Outro. Ja, was soll ich denn sagen? Liebe Zuschauer, mir hat keine Zeit für diese Scheiße hier. Ich muss mähen. Aber trotzdem, wenn euch das Video gefallen hat und unsere Kanäle, geht da rauf in YouTube.
gut. YouTube. YouTube. War doch richtig. Facebook und Instagram. Und abonniert uns, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Tschüss.